Spontaneinkauf bei Mürm. Und Küchlein, komm schon, das wäre ein gutes Omen für dies. Oh mein Gott. Und Likes erwähnen, das mache ich immer so ungern, aber es gehört leider nun mal dazu. Der Algorithmus braucht Feedback und zwar von euch. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zu Fallout 76 Once in a Blue Moon, dem Season-Start von Fallout 76 Season 13. Ich tue wieder wie immer so, als ob ich das hier frei rede, so mehr oder weniger. Und, aber ihr wisst, ich lese das hier aus den Patchnotes vor, ne? Ist aber gerade sehr interessant. Das Update heißt, wenn die Sterne günstig stehen, weil alles so ein bisschen unter dem Stern von Hollywood steht, ne? Das ist so ein kleiner Wortwitz da, ne? Update-Version, okay. Oh, das Update war 12 GB groß, mein lieber Scholli. Und für den Microsoft Store, also die Version, war 23,8 GB groß. Wow, da musste aber auch ordentlich was drin sein, oder? Update Highlights. Die Blue Ridge Caravan ist zurück und sie braucht eure Hilfe beim Ausbau ihres Geschäfts. Unser Gänsefüßchen. Wenn die Sterne günstig stehen, Gänsefüßchen wieder zu. Update umfasst 2 neue Kryptiden. Oh, da bin ich ja am meisten drauf gespannt. Öffentliche Events. Mehrzahl, das ist sehr gut. Nebenquests, Belohnungen, eine tägliche Operation, Mutation, auch nicht verkehrt. Und vieles andere. Naja, das sagt viel, ne? Ich muss jetzt noch zur Erklärung sagen, dass die Gameplay-Session, die erste in Season 13, die habe ich schon hinter mir. Wir werden einiges davon sehen, was ich gerade aufgezählt habe, aber nicht alles. Das kommt dann alles, wenn wir wieder drin sind in der Season, also in den nächsten Folgen. Ne? Und es gab so eine kleine Ungereimtheit bezüglich eines der neuen öffentlichen Events. Aber ich will, wie gesagt, nicht zu viel vorwegnehmen. Ach ja, stimmt. Das ist auch wichtig, das muss an den Anfang. Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Microsoft PC Games Pass, der unglaublichen Möglichkeit, mit 9,99 Euro im Monat über 100 Spiele zu spielen, unter anderem auch Fallout 76. Weitere Informationen unter dem in der Beschreibung befindlichen Link. Da kriege ich kein Geld für, aber die Möglichkeit dann in 3 Monaten wieder erneut eine Anfrage zu stellen, wenn da genug Leute raufklicken, um dann wieder den PC Games Pass für mich zumindest zu bekommen, ne? Aber genug der Werbung. Packesel. Achso, das ist eins der Events, die dazugekommen sind. Und da gibt es diese Ungereimtheit. Aber ich sag nicht, welche. War irgendwie auch sehr, sehr lustig. Fallout 76 typisch lustig, ne? Packesel. Nachdem mein Handelsdeal schief geht, hat Luca Costa ein bisschen Hilfe nötig. Eine Gruppe hiesiger Kultisten hat sein Brahmen und dessen Ladung aus selbstgebastelten Sprengkörpern gestohlen. Seinem Onkel Winnie wird das gar nicht gefallen, wenn er davon erfährt. Leider ist er zu stark verletzt, um seine Vorräte selbst zu besorgen. Von Luca per Funk geleitet, müsst ihr in das Versteck der Kultisten eindringen, Sprengstoff legen und seinen Pack-Brahmen zurückholen. Seid aber besonders darauf bedacht, die örtliche Tierwelt nicht zu stören. Kultisten haben kürzlich ein paar sonderbare Geräusche aus dem nahen Wald vernommen. So, das nächste neue öffentliche Event heißt Gesund und Sicher. Blue Ridge hat die Mittelberghütten zur neuesten und besten Brahmenstation ausgebaut, kann aber die örtlichen Kreaturen nicht im Zaun halten. Das Lautsprechersystem, das die Biester abschrecken und die Brahmen schützen soll, wurde beschädigt. Um sich die Station zurückzuholen und einen sicheren Hafen für die firmeneigenen Brahmen zu schaffen, brauchen sie eure Hilfe. Beseitigt die Kreaturen und verteidigt den Abschrecker, um für eure Unterstützung eine satte Belohnung von der Blue Ridge Caravan einzustreichen. Tagesquest. Und nun Tagesquest. Achso, okay, die beiden gerade eben erwähnten Quests, also Packesel und Gesund und Sicher, sind offensichtlich die beiden neuen öffentlichen Events. Sehr schön. Costas Angelegenheiten, das ist jetzt die Tagesquest, ne? Der hiesige Griesgram und Arbeitgeber Winnie Costa, den kennen wir, richtig, der von der Tunnelmission in diesem Intro schon erwähnt, ist mit der aktuellen Leistung seiner Mitarbeiter alles andere als glücklich und er lässt nur allzu gerne ein paar Grundkorken springen, damit sich jemand um dieses Problem kümmert. In dieser Reihe einmaliger täglicher Quests können SpielerInnen alles über die Sorgen und Nöte der Karawanenbeschäftigten erfahren und sich dabei einige einzigartige Belohnungen sichern. Im Gegensatz zu anderen täglichen Aufgaben könnt ihr diese Reihe von 7 Quests nur einmal abschließen, aber jede beschert euch eine einzigartige Blue Ridge Belohnung von Camp-Objekten bis hin zu Outfits. Bitte den Rucksack. Oh, da gibt's einiges. Also das sind die Tagesquests, die wir einmal pro Tag spielen können. Nicht nur
generell einmal. Oder das wird sich zeigen. Wobei, ich glaube, ein Absatz später wird es ein bisschen klarer. Ne? Enttarnung des Mythos. Ich trage vor, altgediente SpielerInnen, die Inhalte aus der umfassenden Fallout 76 Geschichte abgeschlossen haben, sehen sich womöglich mit einer besonderen Nebenquest konfrontiert, die nach Abschluss aller Kostas Angelegenheiten Quests auf sie wartet. Okay, Kostas Angelegenheiten wird eine Art Questreihe sein, vermute ich jetzt mal. Und dann gibt's was ganz Besonderes, eine weitere Nebenquest mit dem Namen Enttarnung des Mythos. Angaben ohne Gewehr, weiter geht's. Neue Kryptiden, Kryptozoologinnen können sich freuen. Unsere zwei neuen öffentlichen Events umfassen den Blauen Teufel und den Ogua, zwei auf echten Volkserzählungen aus West Virginia basierende neue Kryptiden. Der Blaue Teufel, diese auf einem echten Kryptiden aus West Virginia basierende, gewalttätige, hundeartige Kreatur wird euren Verstand auf die Probe stellen. Ihr furchterregendes Heulen bringt euren Charakter dazu, schnurstracks in Richtung Vault zu verschwinden. Naja, oder ins Camp, in Keller könnte man auch gehen. Ogua, diese im wahren Leben als Monongela-Monster, das steht hier wirklich so, Monongela-Monster, bekannte einsiedlerische Kreatur, zieht sich in ihren Panzer zurück, um sich vor Schaden zu schützen. Achtet also darauf, eure Angriffe genau zu timen. Ich freue mich ja so sehr darauf. Und es gibt auch noch neue Belohnungen. Das ist der nächste Absatz hier. Wer den Kampf gegen diese neuen Kryptiden besteht und die öffentlichen Events absolviert, wird natürlich auch entlohnt. Schließt die Events ab, um eine Vielzahl neuer Gegenstände zu erhalten, von Kryptiden, Plüschtieren über Outfits und Campgegenstände bis hin zu Waffenskins und vielen, vielen mehr. Okay, und hier sind die Belohnungen. Das ist alles auf dem Scoreboard, ne? Das möchte ich mir nicht vorwegnehmen. Das werde ich jetzt hier mal ganz kurz in den Patch Notes überspringen. Tägliche Operationen. Jetzt wird's wieder interessant. Aufgepasst, KadettInnen. In den täglichen Operationen gibt es jetzt eine neue gefährliche Mutation. Neue Mutation, Gefahrenwolke. Gegner besitzen in ihrer Haut eingebettete Keime. In regelmäßigen Abständen sondern sie eine Sporenwolke ab, die SpielerInnen Schaden zufügt, sowie ihre AP-Regeneration und die maximalen AP verringert. Plant eure Routen und Loadouts mit Bedacht, um gegen diese infizierten Dinge zu bestehen. Designänderung und Verbesserung, das finde ich auch immer sehr interessant, lese ich hier gerade zum ersten Mal. Erster Punkt, Expedition, da bin ich jetzt aber mal gespannt. Nach entsprechendem Feedback haben wir Anpassungen der Expedition und ihrer jeweiligen täglichen Energiequests vorgenommen. Oh, eine Sekunde. Müssen wir jetzt ganz genau lesen und verstehen. Unterpunkt 1, Ultrazit-Batterieentladung entfernt. SpielerInnen müssen keine Energiequests mehr abschließen, um eine Expedition als Teamleiter mit einer vollständigen geladenen Ultrazit-Batterie zu starten. Stattdessen können sie jederzeit mit einer Expedition loslegen und trotzdem die maximalen Belohnungen bekommen. Ist es das, was ich vermute? Keine Nebenaufgaben mehr vor der Expedition? Naja, steht so ein bisschen da, ne? Aber ich kann es gerade nicht ganz fassen. Unterpunkt, die Ultrazit-Batterieentladung ist nun keine der SpielerInnen gewährte oder bei ihnen nachverfolgte Währung mehr. Ja, einfach so Expedition. Wir können Briefmarken farmen. Und da können wir auch gut EP farmen. Da sind ja relativ hochrangige Gegner unterwegs. Dann bräuchte man, wenn man mal schnell ein Level machen möchte, für Scorepunkte zum Beispiel, nicht unbedingt immer nach Westtech, sondern man könnte einfach eine Expedition starten. Nächster Unterpunkt, Energiequest nicht mehr obligatorisch. In die Richtung, das haben wir doch gerade gelesen, oder? Alle drei Energiequests sind jetzt tägliche Quests. Jeweils nur eine tägliche Energiequest wird pro Tag aktiv sein. Unterpunkt, Unterpunkt. Belohnungen wurden an andere tägliche Quests angepasst. Nächster, oberer Unterpunkt. Verringerte Briefmarkenkosten. Wir haben die Briefmarkenkosten von Giuseppe für Gegenstände verringert. Jetzt, nachdem ich mir den Grabentrackermantel hart erarbeitet habe. Aber schön, dann können wir uns da auch den Rest noch holen. Da ist bestimmt was mit dabei für einen Keller oder so. Feuer aus der Asche gewährt jetzt eine größere Anzahl an Briefmarken und legendären Gegenständen als Belohnung. Ja, natürlich, das ist die längere Mission und die bringt jetzt auch mehr. Sehr, sehr nice. Was gibt's hier noch? Waffen- und Rüstungsbeschreibungen. Ja, jetzt nicht so relevant. Sehen wir sicherlich im Spiel. Gegenstandsansicht und Untersuchung. Balancing. Ja, weitere Designänderungen und Verbesserungen. Fehlerbehebungen. Fallout 76 hat doch keine Fehler. Um Gottes Willen.
Oh, die Liste ist am längsten. Die sparen wir uns jetzt mal. Ich glaube auch den ganzen anderen Rest, weil mir juckt schon in den Fingern, auch wenn ich die erste Session schon gespielt habe. Aber die nächste wartet zumindest schon mal auf mich. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass ihr mit am Start seid. Habe ich sicherlich auch schon erwähnt. Und würde sagen, wir gehen jetzt über in den Gameplay-Teil von diesem Video. Wir sehen uns gleich in Appalachia. Euer Leo. Und schon sind wir mittendrin. Jetzt nochmal verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, falls ich euch nicht jetzt schon in einem eventuellen Intro begrüßt habe. Aber es muss schnell gehen, denn wir sind in Season 13 und wir haben jede Menge Dinge zu erledigen. Der Besuchertee, er ist fast komplett weggerottet, aber einen konnte ich noch retten. Den möchte ich mir jetzt reinballern und dann möchte ich mit euch gleich, aber sofort, wirklich instant weiter, weil hier eins der neuen Events aufgeploppt ist. Und ich möchte natürlich perfekt gesättet und perfekt gesittet sein. Ihm habe ich schon die Cola gegeben, die Cranberry Cola, dem guten Leo, damit wir einen weiteren EP-Buff haben. Und gepennt habe ich auch schon. So, die schnellen Sachen hier noch und dann können wir weiter. Packesel, so heißt das Event. Es ist ein öffentliches Event. Ich kenne es noch nicht, ne? Also, wie gesagt, ich weiß jetzt noch gar nicht, ob hier ein Intro vorher war, weil ich noch keins gemacht habe. Ich wollte erst ein bisschen spielen, also Learning by Doing. Hier steht es, Packesel. Ich sollte vielleicht einem Team beitreten, ne? Ja. Und schon geht es los, Event Packesel. Meine Güte, sieht das schön aus. Wir spielen aktuell mit der Frühlingsmod und ich musste ein paar Mods deinstallieren, weil das Spiel mir ständig abgerauscht ist. Ich warte auf Updates für die Save Everything Mod. Das ist die Mod, wo man die Mengen beim Ablegen von Gegenständen zum Beispiel mit dem Numpad eingeben konnte. Und unsere Lebensenergieanzeige, die ist jetzt nicht mehr mit Strichen durchtrennt. Oh, wie cool das hier aussieht. Sammle Fracht aus Frachtkisten. Okay, machen wir. Hier geht es schon los, ne? Das ist neuer Inhalt. Das gibt's ja nicht, Mensch. Fallout 76, es geht weiter. Wie komme ich da jetzt bitte rein? Gibt es hier irgendwo eine Tür oder? Ich weiß auch nicht. Sammle Fracht. Ja, von unten vielleicht. Ja. Es könnte aber auch ein Geheimgang sein, ne? Nein. Echt schön, ne? So eine Sumpfsiedlung. Ja, aber nicht, dass das verbuggt ist. Musik läuft, ne? Wieder von der Playlist. Darüber. Ja, ich guck mal, ne? Vielleicht ergibt sich das hier alles noch. Oder vielleicht müssen wir es einhauen. Es könnte wirklich verbuggt sein. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass es nur mir hier verwehrt bleibt, reinzukommen. Aber offensichtlich haben die anderen auch Probleme damit. Naja, welcher Season-Start hier in Fallout 76 ging bisher glatt? Also so viele kenne ich jetzt auch nicht. Hatte ich schon die Location erwähnt gehabt. Sie ist sehr schön und sie ist neu. Auch wenn wir das Event jetzt gerade alle nicht spielen können. Ich setze mal ein Fragezeichen. Keiner weiß Bescheid. Das ist vielleicht so ein Rätsel oder sowas, ne? Ist gut möglich. Ich denke, in ein paar Tagen wird dieses Event spielbar sein. Zum Glück kriegen wir dafür keine Score-Punkte. Wir könnten jetzt ganz kurz den Server wechseln. Ich glaube, das ist hier so eine Geschichte wieder, die stündlich kommt. Aber es ist gerade 4 Minuten vor um. 4 Minuten vor um. Wir können ja ganz kurz warten. Machen wir die Folge einfach ein bisschen länger. Und machen hier ein paar Faxen. Das ist eine schöne Gegend. Eine wirklich schöne Gegend. Kann man nicht gegen sagen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ist vielleicht so ein, weiß ich nicht, so ein LOL-Event oder so ein Troll-Event. Ein Trollololo-Event. Werden wir wahrscheinlich nie rausfinden. Aber okay. Na Juti. Oh, das ist wirklich so ein stündliches Event und in 4 Minuten geht's los. Obwohl es ja theoretisch schon angefangen hat. Warte mal, stopp, können wir uns hier durchglitschen vielleicht? Das wäre ja super, mit dem Kameraglitch. Oder sind das hier so... Oh mein Gott, ich bin drinne. Ich bin drinne, aber ich kann die Kiste trotzdem nicht öffnen. Also mit dem Kameraglitch kommt man rein. Okay, wir haben das Spiel zu 50% gefixt, aber trotzdem. Wir können das Ding hier leider nicht öffnen. Es sind noch 2 Minuten. Bis um. Die werden wir überleben. Und jetzt müssen wir wieder mit dem Kameraglitch raus. Oder wir warten einfach hier. Deswegen liegt auch die Matratze hier. Wir machen einfach ein ganz kurzes Nickerchen. Das geht schon in Ordnung. Oh Gott, was für ein Season-Start. Das habe ich ja auch noch nicht erlebt. So, genau. Wunderbar.
Also theoretisch könnten wir jetzt schon den Score Booster nehmen, damit wir schneller auf dem Scoreboard vorankommen und die Fallout First Score Booster, wow, so viele Score Booster, bis zum zweiten dann freischalten können. Ja, eigentlich theoretisch schon. Weil ich auf jeden Fall die nächsten 24 Stunden viel, viel spielen werde. So eine Minute noch. Wir haben es fast geschafft. So, wir können nicht zufällig schon in die Kiste gucken. Nein. Da komme ich jetzt aber nicht durch. Eine schöne Gegend, ne? Wenn Frühling ist. Ich habe es ja versprochen, ne? Zum Season-Start lass ich den Schnee schmelzen. Du bist gut ausgeholt. Aber ich war doch verwandte Seele. Habe ich das jetzt überschrieben? War das doof von mir? Ist das möglich? Habe ich doofe Dinge schon wieder getan? Eventuell. Das wird die Zeit zeigen. Eine Minute noch. Also 59 steht hier gerade auf meiner Uhr. Einmal kurz die Effekte checken. Schande. Verwandte Seele ist weg, wenn wir es jemals hatten. Aber da ist mir das Spiel auch abgestürzt. Wo ich im Bettchen lag. Aber ich lag schon ziemlich lange davor drinne. Als ich da festgestellt hatte, dass die Mods... Oh. Als ich festgestellt habe, dass die Mods... Komme ich hier wieder raus? Also auf jeden Fall per Schnellreise. Dass einige Mods nicht funktionieren. Ich konnte mein Inventar nicht mehr öffnen. Es stürzte dann immer und immer wieder ab. Oder generell, ich hatte auch Probleme dann, wenn ich den Team-Monitor aufgemacht hatte. Es war also eine Mod, die das hart überarbeitet. Ja. Naja, gut. Jetzt ist durch, ne? Eine halbe Minute nach. Können wir wohl nichts machen. Pustekuchen. So ein leichtes Foreshadowing auf das neue Event Packesel. Aber ich weiß nicht, warum es sich dreht, ne? Vielleicht mache ich ja noch ein Intro. Und dann gehen wir die Patchnotes mal durch. Wir hauen ab. Da sind auf jeden Fall schon mal Blutdröge. Und nun ja, vielleicht müssen wir wieder irgendein Blut sammeln. Aber ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht sicher. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Wir tun so, als ob nie was passiert wäre. Vielleicht ist das ja auch nur eine einmalige Sache hier mit dem Bug. Das hatte ich schon mal so ähnlich gehabt bei das Herz des Sumpfes. Aber okay. Todeskralle. Ja, steht oben. Sollten wir sofort erledigen. Aber ich glaube, die ist schon weg. Aber wir brauchen auch Eier. Wir brauchen auch Todeskralleneier. Wir gehen mal zur Höhle hier, ne? Also da ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass da auch noch ein paar Todeskralleneier liegen. David, Hallöchen. So, vorsichtig. Moni für Klopperine haben wir ja. Ja, haben wir. Lampe. Kommt da wir? Nee, die haben's doch noch nicht weggeschossen. Überraschung, Bäuchchen. Schön aufs Bäuchchen. Na geht doch. Klapparina, du hast es immer noch ganz schön gut drauf. Wie grün das hier ist im Frühling. Kriege ich hier ein ganzes Ei noch? Ne? Das wird wieder eine Schwierigkeit, hier an die Todeskalleneier zu kommen. Aber wir können ja auch Aufgaben überrollen. Aber wir schieben sie erstmal auf der To-Do-Liste nach hinten. Und dann gucken wir mal. Wenn sie am Ende übrig bleibt und wir immer noch kein Todeskallenei haben, können wir sie immer noch überrollen. Wow. Die Hirnpilze sind hier blau im Frühling. Und wieder keine Wackelkopfpuppe. Meine Güte. Weiter, weiter, weiter. Wir wollen Leuchtpilzsuppe an einen NPC-Verkäufer verkaufen. Gibt es hier zufällig Leuchtpilze hier drinne? Hier regnet es rein. Finde ich aber gut. Finde ich sehr, sehr, sehr immersiv. Also ich habe jetzt hier keine Leuchtpilze gesehen. Aber ich weiß, dass es bei unserer Zuckertour gibt es. Oh! Gibt es auf jeden Fall. Ist hier ein Hund im Bus? Tatsächlich. Ein Wolf. Er ist tollwütig. Wölfe. Okay. Hier. Na gut. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Ja, bei unserer Zuckertour. Da gibt es auf jeden Fall. Naja, wir können ja mal ganz kurz nochmal zum Packesel und danach direkt Schnitt, Schnitt zur Zuckertour. Aber nicht um Zucker zu sammeln, sondern um Leuchtpilze zu sammeln. Nee, sammle immer noch Fracht aus Frachtkisten. Das ist ja jetzt nicht so prächtig, ne? Gibt es ja auch Leuchtpilze. Eventuell. Oh, hier gibt es Cranberries. Das ist ja hilfreich. Irgendwann, also
In ein, zwei Aufnahmen müssen wir natürlich dann wieder eine Convenience-Tour machen. Ja, weil wir ansonsten arm dran sind in Sachen AP und EP. Schade, dass der ganze Kram im Kühlschrank nicht länger gehalten hat. Aber, naja, das lag da auch eine ganze Woche drin rum, das Zeug, ne? Und so ein Kühlschrank ist ja keine Cryo-Chamber. Das wäre aber toll, wenn es sowas geben könnte. Nee, keine Leuchtpilze. Einmal bitte rüber. Ich möchte hierhin, richtig. Green Country Lodge. Oh, oh, vorsichtig, Maulwurfsratten. Nein, wir haben keine Zeit für euch. Wir wollen Leuchtpilze, wollen wir holen. Und ich weiß, dass es hier irgendwo am Rand welche gibt. Meine Güte, ist das grün hier. Wollen wir gleich ein bisschen, ganz klein bisschen doch Zucker mitnehmen. Ist ja oft bei uns Mangelware. Aber nur ein ganz klein bisschen. Aber wirklich nur ein ganz klein bisschen. Und dann brauchen wir irgendwann mal auch Project Paradise, weil, naja, wir brauchen immer noch ein Glühwürmchen. Also das Foto von dem Glühwürmchen, das habe ich nicht vergessen. Ich glaube, das werde ich nie mehr in meinem Leben vergessen. Theoretisch haben wir genug, ne? Wir haben ja mit grüner Daumen hier den Kram eingesammelt. Ich will lieber auf Nummer sicher gehen. Ich möchte lieber noch ein paar Leuchtpilze hier einsammeln. Es war allerhöchste Zeit, dass der Schnee schmilzt. Und jetzt ist es soweit. Ein bisschen verzögert hier das Wetter, aber das kann auch an den ganzen Atombomben liegen, ne? Erstmal kurz in Sicherheit. Mhm. Und dann ballern wir... Na komm schon, ein Stückchen müssen wir noch. Und dann ballern wir rüber. Aber wir können das auch alles hier erledigen. Hier ist doch bestimmt irgendwo eine Kochstelle. Abend, Hallöchen. Kochen. Das ist doch hier... Nee, war doch eine Küche, ne? Hier... Kriegen wir vielleicht noch ein perfektes Küchlein? Komm schon, komm schon, komm schon. Perfekt zum Season-Start. Aber nein. Aber nein. Aber ich bediene mich auch hier. Muni für Klopperina. Können wir jetzt hier kochen oder nicht? Ja, wir können. Nee, können wir nicht. Was für eine Schande. Auf den Frust erstmal ein Adlerbier. Okay. Wir dackeln rüber. Zu uns ins Camp. Ganz kurz hier noch die verwandte Seele wieder zurückholen. Plock und schon sind wir wieder ein Stückchen mehr EP gebufft, ne? Aber ohne die Linien jetzt auf der TP-Anzeige ist es für mich sehr schwierig zu sagen, ob wir nerdwütig sind oder nicht. Aber wir können ja mal gucken. Wir tasten uns einfach mal ran an das Ganze. Noch ein Stück. Bin ich überhaupt in einem... Ah, okay. Ja, ich sag mal, perfekte Punktlandung. Glücksspiel, Glück abholen. Haben wir genug Wasser da für so ein Süppchen? Herstellungs-Loadout. Radio an, Korki klatschen und los. Leuchtpilzsuppe, bitte. Hallo. Wir warten alle auf die Animation. Na, geht doch. So, da, Leuchtpilzsuppe. Ja, einmal konnten wir das Zeug herstellen. Und Zucker auch gleich umwandeln. Und ein bisschen Muni mitnehmen und den Kaffee nicht vergessen, weil wir hatten nur noch einen Besucher-Tier. Leider, Mensch, wir hatten so viel vorbereitet gehabt, aber zumindest haben wir Ballistobock. Richtig, aber haben wir noch verdünnte Stimpaks? Schande, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das müssen wir uns natürlich hier zurecht friemeln, bevor wir wirklich in die Action gehen. Wir haben nur zwei Stimpaks, das ist nicht genug. Das wird nicht lange halten. Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da. Please hold the line. Ja, ist ein holpriger Season-Start, muss ich ja zugeben. Aber das waren sie bisher alle. Und dann wurde es nun auch besser. Ja, hier, genau. Ich gebe mal ein bisschen Kohle aus. So viel habe ich gar nicht. Schande. Der hat keine richtigen Stimpaks. Naja, ansonsten müssen wir halt die Reality face und sehr vorsichtig spielen. Nö, brauchen wir gar nicht. Ich gebe jetzt mal hier 200 aus. Genau, wir holen uns noch ein bisschen Wasser ab. Ist alles so grün hier, meine Güte. Der Frühling, ne? Ist ja meine Jahreszeit, muss ich sagen, ne? Ich bin ja ein Frühlingskind. Da merke ich gleich wieder diese frühlinghafte Energie. Jetzt ist mir schon wieder viel zu warm. Ne? Aber das ist mir auch immer noch lieber als diese düstere Kälte im Winter. So, Laborstation. Einmal bitte. Ach ja, die Leuchtpilzsuppe müssen wir auch noch verkaufen. Ich bin so aufgeregt. Ich weiß, man merkt es kaum. Ich bin ein Meister darin, das zu unterdrücken. Gut. Und Glücksspiel. Verkaufen. Wir brauchen die Score-Punkte. Und dann weiter.
Ja, hier, Hilfsmittel. Wir könnten noch ein paar Drogen verkaufen. Nicht, dass wir einfach arm wären. Das wäre uncool. Die Wackelkopfpuppen setzen wir irgendwann in den Verkauf. Aus den Blutpaketen hätte man auch Stimpaks basteln können. Aber nein, wir kriegen unterwegs schon noch genug. Und die Leuchtpilzsuppe bitte. Danke sehr. Jawohl, ja. Kohle auch weg. Nuka Cherie, weg damit. Die Cranberries behalte ich für den guten Leo. Und die extra Leuchtpilze auch. Sind wir hungrig? Sind wir durstig? Nein, wir können. Wir können. Los geht's. Tägliche Operation. Oh, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Entschuldigung, jetzt habe ich hier ein bisschen übersteuert. Ein bisschen die ganze Zeit. Gibt es denn zufällig neue Daily Ops Mutationen? Beim Tod wird Gift freigesetzt, die Wahrnehmung ist verbessert. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht, ne? Das Intro, was ich eventuell mache, liegt vor mir, wo ich ein paar Infos droppe dann zur Season, aber jetzt weiß ich das noch nicht, ne? Deswegen ist das für mich jetzt rückwirkend noch alles Neuland. Aber Expedition wäre natürlich auch super. Müssen mal gucken. Vielleicht sind ja ein paar neue Sachen dazugekommen, die wir für Briefmarken bekommen. Aber vielleicht auch nicht, ne? Ja, wir legen einfach mal los mit der neuen Gruppe. Daily Ops, Daily Ops. Genug Fusionskerne sollten wir dabei haben. Und Barry Mantels nehmen. Achso, ja, wir müssen erstmal das Team verlassen. Der Klassiker. Ganz vergessen. Ja, ja, ja. Aber es ist auch schon sehr spät. So viele Leute sind jetzt auch nicht mehr am Start. Aber ich kam erst sehr spät dazu, jetzt den Anfang der neuen Season zu spielen. So. Wenn nicht, gehen wir alleine rein. Das packen wir auch mit Klopperin am Anschlag. Glücksspiel, Glück abholen. Und bei einer der nächsten Daily Ops machen wir die komplette Kellertour. Dann schaffen wir es auf jeden Fall. Oh, da ist einer. Salutiere. Schön, dass er mit am Start ist. Wir ballern rüber, wir schicken die richtigen und vor allem die guten Vibes. Die zustimmenden Vibes. Dann gibt es eine Lynchbox, Barry Mantets und immer weiter. Oh, wir sind schon zu dritt. Nice. Sind es Außerirdische? Steht das zufällig hier? Ne, Grubenhau. Nein, es sind Grubenhau. Oh, okay, warte, stopp, stopp, stopp. Lynchbox. Das muss schon sein. Und Psychotets haben wir auch welche, ne? Sind die schon gesetzt? Ja, okay. Lynchbox ist drinne. Barry Mantets. Willkommen! Kaffee und Drogen. These are my favorites. Die sind giftig, aber ich glaube, Gift schadet uns doch nicht, ne? Nein, Gift schadet uns nicht. Ich habe 100 Jahre keine Daily Ops mehr gespielt. Hier! Wir müssen hier hin. Ich drück den Knopf. Nicht zwischenlaufen. Nice. Nice, 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 nice. Wir machen uns bereit. Darauf kannst du Gift nehmen. Das Gift, was die Grubenhauer hier verströmen. War nur Spaß, Dodge. Du bist der Beste. Best friends forever. Jawoll. Besucher-T ist eigentlich noch aktiv, ne? Aber verdammt nochmal. Klopperina frisst AP wie kein zweites Gewehr. So. Oh. Ich habe, wie gesagt, viele Tage jetzt schon keine Daily Ops mehr gespielt. So schön. Die Ästhetik des Chaos. Na, warte, pass auf. Na, geht doch. Und dich noch, und dich noch. Stimpack rein. Die anderen müssen wir noch verdünnen. Wir hatten ja zwei Verdünnschungen gekauft gehabt. Und zack. Vorsichtig. Jawohl, ja. Paniksprung. Aber nur ein ganz, ganz kleiner. Hab ich irgendwas vergessen zu nehmen? Kann das sein? Bestimmt, ne? Wir müssen erstmal wieder umschalten in den Fallout 76 Action-Modus. Wir haben ja die ganze Zeit nur im Keller abgehauen. Aber da war auch viel Kram dabei, der gut war für den Keller. Wirklich schöner Kram. Aber nun dreht sich erstmal alles wieder um Scorepunkte und um die neuen Events und um eventuell um neue Daily Ops Mutationen. Und die Score Booster, wir möchten sie strategisch setzen. Ja, das machen wir.
Vielleicht sind die wirklich für was zu gebrauchen, aber das werden wir sehen. Erstmal rüber. Standort Alpha, bin ich schon vorbei? Nein. Ich hoffe, genau richtig. Noch immer? Nein, jetzt bin ich. Jetzt ist vorbei. Entschuldigung, ihr dürft mir nicht nachlaufen, um Gottes Willen. Okay, ich bin trotzdem Erster. Mysterious. Was ist das hier, die Twilight Zone? Wir bleiben dran, ne? Spritze. Und boom, Schakalaka. Jawohl, ja. Und falls uns dann doch mal die AP so richtig hart ausgehen, ich meine, wenn der Besucher-Tät, der eigentlich immer noch in unserer Blutbahn ist, ja, für 34 Minuten, wenn der durch ist, dann sollten wir die Waffe wechseln, bis wir dann die nächste Convenience-Tour gemacht haben. Ja, weil, wie gesagt, Glabarina echt viel AP, aber Rayleigh braucht viel weniger AP. Unser exzellentes Vierfach-Gleisgewehr mit der erhöhten Feuerrate, damit smashen wir auch alles weg. Das in Kombination mit der Verjüngkarte, regelmäßig essen, trinken und extra kauen. Dann kann uns wirklich nichts passieren. Na, los! Er hat manuell gezielt, mein Wetz konnte den nicht erfassen. So. War ich das, der gerade aus dem Bereich rausgelaufen war? Oder war er das? Ich hätte hier gerne eine Markierung. Aber das hatten wir auch schon mal, ne? Wie so vieles. Nein. Und dann kommt schon der Dicke. Hallo, hallo, hallo. Immer schön entspannt bleiben. Und Psychotests, wirken die noch? Theoretisch. Find sie gerade nicht. Im Eifer des Gefechtes. Ist nicht so wild. Bei der nächsten Action dann. Entschuldigung. Entschuldigung, ich musste hier gerade reinlaufen. In deine Schussbahn. Block. Ach ja, stimmt. Aber die Mod funktioniert. Dass durch die Barry Mantles die Gegner grün markiert werden statt rot. Finde ich gut. So, und die Gruppe triggern. Wo dürfen wir hinlaufen? In die Richtung. Ist das korrekt? Ja. Mhm. Und jetzt links. Runter. Träger, die feindliche Gruppe. Und boom, Angriff von oben. Das hat er nicht kommen gesehen. Plötzlich und unerwartet, ne, Deutsche? Was sagst du? Perfektes Timing zum Nachladen. Weiter, weiter, weiter. Die ganzen markierten Gegner. Was war denn das bitte? Da hat der Wetzmodus schon wieder gestreikt. Aber ist nicht so schlimm. Wir verzeihen das dem Wetzmodus. Er macht sonst einen echt guten Job, würde ich sagen. Ne? Da, da hinten, da. Ja, perfekt. Mhm. Glitch lässt grüßen. Das war ja fast so gut wie beim Packesel-Event. Mal gucken. Das blockt ja irgendwann dann wieder auf und vielleicht funktioniert es ja beim nächsten Mal. Oder das Ding ist dauerhaft buggy. Und wir haben wieder einen neuen Grund, unsere Späße zu machen. Jawohl. Wow. Irgendwer hat sehr gut auf den Dicken eingeschossen. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Aber sowas von. Wir hätten auch schon bei den Bereichen alles mitnehmen sollen. Aber jetzt kommt es erstmal alles wieder zurück, ne? Also diese ganzen kleinen Feinheiten im Absolvieren von Daily Opses. Stand das schon immer da? Weiß ich nicht. Fällt mir gerade das allererste Mal auf. Nein, ich möchte alles mitnehmen. Hallo? Wollt ihr nicht? R? Alles nehmen? Ja. Ist kaputt, ne? Schande, ich gehe mal zu einem anderen Haufen. Liegt es an einer Mod zufällig? Oh, er hat alles mitgenommen. Es hat nur ein bisschen gedauert. Es hatte ein kleines Delaychen. Aber... naja, das passiert auch. Ich gehe nochmal ganz kurz. Oh, ich kann nicht mehr rennen, ne? Falsches Loadout. Ein Moment mal. War ich die ganze Zeit im falschen Loadout? Kann das sein? Also, dann hätten wir uns ganz okay geschlagen. Das sind diese kleinen Feinheiten, die ich meine. Die ich hier in meiner ganz persönlichen Hetze, in meiner Hebelei unterbringen muss. Aber wenn es erstmal läuft, dann ist schön. Dann genieße ich den Flow und das Adrenalin. Hat alles funktioniert? Ja, wir haben alles mitgenommen. Schön. Salutiere. Und zurück ins Ödland. Da hat ein Sound gefehlt, ne? Eine Sekunde nochmal, bitte.
Probieren wir gleich im Ödland nochmal aus. Wobei, stopp. Wir gucken erstmal. Vielleicht kriegen wir ja endlich mal ein bisschen Alien-Rüstung. Aber ich glaube, die droppt auch nur, wenn Alien als Gegner da sind. Nein. Oh Gott, wie man sich irren kann. Beine und Helm in einer Session. Das müssen wir gleich in die Tat umsetzen. Ich meine, ja. Unser riesiger weißer Helm, der ist super. Aber Aliens? Aliens sind bei mir auf jeden Fall immer ein Stückchen höher. Gleich mal gucken. Und hier schön auch noch den Grab verticken. Oder war da was Schönes mit dabei? Blutbefleck Kryolator. Nee, da müssen wir bei Zeiten mal gucken, ob der was wert ist. Aber kann ich jetzt gerade noch nicht mit Genauigkeit sagen. Zack. Und zack. Und rüber. Ausgestiegen. Wir brauchen Kohle, Mensch. Kohle, Kohle, Kohle. Modifizieren und reparieren. Was ist denn das hier bitte? Das kenne ich doch gar nicht. Das ist neu. Ach so, das eine ist gerollt, ne? Und das eine ist Standard mit dabei. Weil es Gewerkschaftsrüstung ist, ne? Und ich glaube, die, ja, die, wo das Schildchen ist. Was ist Lesezeichen? Das ist ein Lesezeichen, oder? Das sind die Attribute, die Vanilla bei der Kategorie an Power-Rüstungsteilen mit dabei ist. Gewerkschaftsrüstung bringt Tragekapazität und Giftresistenz. Alles klar. Hätten wir das auch geklärt. Da müssen wir aber auch nochmal ran. Beine sind schon Alien. Richtig. Ja, Tiefness als. Gucken wir uns mal die Arme an. Wir haben nur noch drei Pläne liegen. So, das ist Beine. Und das ist Torso. Also haben wir nicht die Arme bekommen. Habe ich mich wieder geirrt. Überraschung. Okay, aber der Kopf geht. Ich dachte, wir hätten dann alles. Aber nein, ne? Wer lesen kann und so. Alien Invasor. Oh, ja, machen wir. Auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch einer, der den Alien-Kopf hat. Und den Rest lassen wir so, ne? Ich brauche die Kabel hier unbedingt. Ich mag diese Basskabel oder so, diese alten Festplattenkabel oder Druckerkabel, wie man halt möchte. Eine solide Rüstung. Kann man nicht anders sagen. Schön hier. Eingesteckt, weitergemacht. Wir wollen Stahl herstellen. Und dafür müssen wir die große Menge verschrotten. Haben wir zufällig noch. Für 10 war das, ne? Ja. Haben wir noch zufällig große Menge Stahl am Start. Oder nicht so. Großmenge. Achso, die wollten wir sowieso noch rüberpacken und dann den jeweiligen Kram aussortieren. Aber ja, wir hätten genug Stahlschrott, Großmengen dabei. Zerlege Loadout bitte. Unnötige Waffen? Nein. Dann bitte nur den Stahlschrott zerlegen. Zack. Yay. Na, geht doch. Jetzt alles ablegen. Na, passt es noch rein? Ja. Gerade so. Und dann jede Großmenge über 10 wieder rausnehmen. Das ist das System. Ach ja, ich kann hier gar keine Zahlen mehr eintippen. Die Mod ist deaktiviert. Die hat Probleme gemacht. Falls ihr auch irgendwie Struggle habt mit euren Fallout 76 Mods. Also es ist oft so, zum Season-Start funktionieren alle HUD-verändernden Mods nicht mehr. Glücklicherweise funktioniert der Perk Loadout Manager noch. Der ist da oft nicht so empfindlich, aber das hatte ich auch schon mal zum Season-Start. Aber auch nur, weil ich eine veraltete Version damals genutzt hatte. Ich musste dann einfach nur zur letzten aktuellen upgraden, die aber zu dem Zeitpunkt auch schon 6 Monate alt war. Und, ne, und dann hat alles wieder funktioniert. Ich sag mir da auch immer, ne, don't touch the running system. Gut. Oh, der muss auch noch weg. Den verticke ich jetzt. Der war in keiner Sammlung. Glücksspiel, Glück abholen. Und schon sind wir Rang 3. Eins nach dem anderen. Haben wir noch schandvolle Munition? Warum ist das gerade so ein bisschen störrisch, das Öffnen vom direkten Inventar? Ja, ich weiß nicht. Aber das wird sich sicherlich mit der Zeit noch klären. Und ich habe die Tabs schon offen für die Mods, die ich ausgetauscht habe. Falls da dann aktuelle Versionen auftauchen, werden wir die natürlich dann schön zeitnah austauschen, weil ich brauche unbedingt die Linien auf der Energieanzeige, damit ich punktgenau blutig werden kann. Und auch die Ward Girl Mod ist leider weg. Nee, stimmt, die hat ja funktioniert gehabt. Aber das ist die Light-Version. Normalerweise haben wir auch, wenn wir hier irgendwie abhängig sind, unten links das Ward Girl. Ich glaube, das ist jetzt nur noch die Light-Version.
Ich habe ganz schnell gemacht gehabt, weil es muss ja irgendwann auch losgehen für mich. Aber das wird schon alles mit der Zeit. Aber der Community-Kalender, der ist wieder up to date. Juni, Juli, August, September. Eine sehr hilfreiche Mod. Wann wäre denn mal wieder Scheinesegen? Oh. 1. bis 5. Juni ist schon durch. Okay. Und das nächste Mal dann wieder 13. bis 17. Juli. Da möchte ich ganz gerne Waffen rollen. Genau. Und bis dahin werden wir dann Module sammeln. So machen wir das. Verkaufs-Loadout. Die überflüssigen Großmengen bitte verkaufen. Und dann müssen wir noch Stimpaks klein machen. Weg, 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 weg. Komm schon. Jawohl, ja. Ja. Und ja, hast du noch Plastik oder so? Nee. Oder Glasfaseroptiken bräuchten wir ja auch für unsere indirekte Fusionskernproduktion. Aber okay, eins nach dem anderen. Mikasa ist Sukasa. So, nimm mit. Verdünnen bitte. Er hatte jetzt keine weiteren Stimpaks mehr gehabt, ne? Habe ich überhaupt noch? Habe ich noch welche bekommen gehabt jetzt? So durch das Einsammeln von alles in der Daily Ops. Also alles, was in Greifnähe war. Ja, natürlich. Oh ja, da sind immer ein paar Stimpaks mit dabei. Zack. Floppdiwupp. Und schon sieht die Welt wieder ganz, ganz anders aus. Und mehr als verdünnte Stimpaks brauchen wir ja sowieso nicht. Das ist ja sonst die totale Verschwendung. Wie viel haben wir genau? Stimpaks von 104. 104. Okay, okay. Was machen wir als nächstes? Sammle ein Holoband ein. Okay. Einmal bitte zum Mürm. Hallöchen, meine gute. Ping, ping. Aber ich will heute nicht bei dir einkaufen. Wobei, könnten wir, wenn wir wollen, ja so ein bisschen, so ein paar Module können wir mitnehmen. 1561 durch 50 sind... Also, 20, 30, 31 sind das. Muss ich aber mit dem Mausrädchen eingeben. 31, Punktlandung, Dankeschön. Spontaneinkauf bei Mürm. Und Küchlein, komm schon, komm schon, komm schon. Das wäre ein gutes Omen für die... Oh mein Gott, oh mein Gott, das gibt's ja nicht. Mom, Mom. Komm mal gucken, Mom. Okay. Nicht verkehrt. Das war ein gutes Omen. Aber wir sind ja eigentlich hier wegen des Holobands hier. Block. Und weiter hören wir hier nebenbei. Töte wilde Ghule. Oh ja. Ab zum Golfplatz bitte. Zum Golfclub. 10 Stück, das sollte hier kein Problem werden. Aber wir müssen vorsichtig sein. Das ist ein hart umkämpftes Gebiet. Vielleicht ein bisschen stealthen. Ja, machen wir. Oh, oh, natürlich. Hier waren schon Leute. Wo kriegen wir denn ansonsten noch ein paar Ghule? Ich überlege gerade. Ja, nee, das sind alles Verbrannte, die mir gerade durch den Kopf schwirren. Das wäre jetzt so einfach auch gewesen. Spawn ich zumindest ein paar dann für uns neu? Nee, ne? Im schlimmsten Fall Serverhopping. Aber wir können ja auch eine Aufgabe überrollen. Wir bekommen ja täglich neue Rollversuche und wenn wir die nicht nutzen, verfallen die. Die stacken sich ja nicht. Okay, dann machen wir das so. Stimmt, ein tolles Feature. Challenges es bitte. Einmal überrollen. Jawohl. Block. Töte Floater. Das ist gut. Da weiß ich ganz genau, wo wir hin müssen. Aber das Eichen, ne? Das Eichen wurmt mich schon jetzt noch so ein bisschen. Aber wir können ja noch zur Todeskralleninsel. Oh! Läuft seit 42 Minuten, Packesel. Ich geh nochmal vorbei. Oder ist das eine neue Runde? Na, läuft es? Sammle Fracht aus Frachtkisten. Wir werden alle gefoppt, Mensch. Und Todd Howard höchstpersönlich lacht sich eins ins Fäustchen. Nee, wir kommen immer noch nicht rein. Das ist ein Rätsel, ne? Na, kommt irgendwer anderes noch hier rein? Man kann hier rein durch den Fotoglitch. Aber es bringt herzlich wenig. Das wissen wir ja mittlerweile. Eine Sekunde, nicht wegschieben bitte. Nicht schubsen. Na. Gerade eben, also vorhin ging es noch. Ich geh mal die andere Seite. Ja. Block.
ein Rätsel. Es ist einfach mal ein Rätsel. Vielleicht geht es nicht bei jeder Tür. Wir waren schon drin. Das habe ich als Videobeweis. Einmal bitte hier hoch. Ich möchte es nochmal rekonstruieren. War das nicht direkt auch hier? Ach, er ist auch drin, ne? Er kennt das, ja? Okay. Ja, schade, ne? Schade, schade, schade. Dann möchte ich zum Solomon-Teich, bitte. Plock. Und dann bitte hier hoch. Wobei, ich sollte auch mal das Team wechseln, ne? Sorry. Ist immer noch mein Team, ne? Kann ich einfach raus? Ja, das hat funktioniert. Flauter, da sind sie auch schon. Na, Klopperina. Schön fokussiert bleiben, bitte. Zack. Oh, zack. Und zack. Es sollten hier genug rumfliegen. Das sollte nicht das Problem sein. Flop. Und da drüben noch. Na, geht doch. Leicht verdiente Scorepunkte. Ist auch immer wieder ein schöner Ort für einen Besuch. Vor allem im Frühjahr. Vor allem im Frühjahr. Ist gleich alles viel, viel netter. Todeskralleneier. Ein Versuch habe ich noch. Hier auf der Todeskralleninsel. Aber die ist bestimmt schon abgegrast. Doch das werden wir ja gleich sehen. Zack. Okay, in die Hocke. Man weiß ja nie. Komm raus, Bäuchchen. Das Bäuchelein, bitte. Oh. Ideal. Schön, dass du eingefroren bist. Selber schuld. Selber schuld. Was frierst du auch ein? Nicht wirklich, ne? Eiert hier noch eine rum? Nee, hier auch nicht. Na gut. Aber wir können noch eine Location, die mir gerade eingefallen ist, abklappern. Da gehen wir sonst auch ganz gerne wegen Hirnpilze hin. Aber Todeskrallen werden wir da auch finden. Und vielleicht noch ein paar Nester. Gibt es hier vielleicht noch ein paar Eichen? Im Safe? Ist ja relativ rares Gut, ne? Nee, gut. Dann einmal bitte zur verlassenen Müllkippe. Hier, genau. Hier drüben. Und plötzlich Todeskrallenhölle. Na, wo haben sie sich versteckt? Ja, hier muss es doch auch Eier geben. Bäuchchen, bitte. Immer schön aufs Bäuchchen. Hier wäre ein kaputtes. Aber das gilt nicht, ne? Nein. Haben die vielleicht auch intakte Eier mit dabei? Kann das sein? Die schläft noch. Guten Morgen. So schnell kann's gehen. Keine Eichen. Aber hier muss es doch irgendwo noch eins geben. Bitte, bitte. Schande. Einfach nur Schande. Ist das einzigste Nest hier? Nein. Hier sind bis zu 3 Todeskrallen drin. Regelmäßig. Hier muss es mehr als nur ein Nest geben. Ansonsten wäre ich sehr enttäuscht. Das möchte ich nicht. Nein. Nein. Schande. Aber wir gucken weiter. Vielleicht irgendwo anders noch versteckt. Flasche Frostschutzmittel. Plastik nehme ich mit. Können wir immer gut gebrauchen. Aber kein weiteres Nest. Aber naja, wir haben ja noch einen Rollversuch. Einen von den billigen Rollversuchen, die sich täglich wieder aufladen. Den werden wir jetzt nutzen. Weil was anderes bleibt uns nicht übrig. Wir müssen alle Scorepunkte von heute zumindest mitnehmen. R, weiter. Lies ein Magazin. Episch. Aber wir müssen es auch lesen, ne? Wir müssen es nicht nur finden, wir müssen es lesen, aber das ist eine epische Herausforderung für 400 Scorepunkte. Und Packesel läuft immer noch. Und irgendwie habe ich auch gerade das Gefühl, als ob kein weiteres öffentliches Event nachrutscht. Das ist... Naja, gut, das passiert, ne? Willkommen in Season 13, willkommen bei Fallout 76. Das wird sich alles mit der Zeit geben. Habe ich zufällig ein unwichtiges Heftchen dabei? Hier, plus 20% optimaler Bereich beim Schlossknack. Nämlich. Wunderbar. Rang 4. Am ersten Tag, also am ersten Abend der Season 13. Also ich glaube, wobei, wir können ja bestimmt noch das mit den Quantum-Colas mitnehmen. So viele haben wir gar nicht. Aber wir könnten zur Not... Ach, das machen wir jetzt einfach mal. Wir können ja zur Not... Ist ja wirklich ein Notfall.
können wir ja an unsere Sammlung gehen. Aber vorher möchte ich noch ratzifatzi ein paar Snelly-Gäste erledigen, wenn nicht hier schon einer war. Da hinten irgendwo, Globarina, do your thing. Oh, wie schön. Hier hat einer gewohnt. Haarklammern. Danke sehr. Danke sehr, mein Freund. So, Snelly-Gäste. Aber das ist ja eine Aufgabe für jeden wieder, ne? Deswegen sind hier schon alle ausgeräuchert. Richtig. Aber das ist ja auch eine wöchentliche. Ist gut möglich, dass sie den da hinten vergessen haben. Da laufen viele dran vorbei. Die meisten laufen an diesem geheimen Snelly-Gäster. Gut. Danke sehr. Vielleicht bei den Gleisen. Eventuell. Nein. Okay. Ja, die Superschnellen waren offensichtlich schon hier. Aber wie gesagt, also wie kurz angerissen, das ist ja eine wöchentliche Aufgabe. Und die spielt sich ja quasi von selbst. Gut, okay. Ran an die Sammlung. Und das Gute ist ja, das ist der Teil der Sammlung, der hier oben steht. Also das werden wir also bald nicht vergessen. So, transferieren bitte. Wir brauchen noch vier Quantums. Block. Und Block. Und Block. Und Block. Und mir fällt gerade so ein. Ach du Schande. Wir haben noch gar keine Twist bei uns in der Sammlung. Das wäre doch was für ein Keller, ne? Ja, ich glaube schon. Mach mal bitte Lampe an. Einfach mal Lampe. So, die schlürfen wir natürlich gleich weg. Zack, 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 zack. Nice. Da hätten wir auf jeden Fall den Score Booster von Feld 1 nehmen sollen. Aber ich möchte ja einen Großteil aller Belohnungen wieder so eher im Nachhinein freischalten. Ja, doch, das möchte ich tun. Ich möchte meine Mohrrübe vor der Nase, möchte ich erhalten. Das kickt die Motivation dann bis zum Ende. Ja, da drüben, ne? Hier passt auf jeden Fall noch ein Ständer hin. Ich hoffe, wir können den hier noch bauen. Was ist das denn bitte? Ist das Aussteller oder so? Da gibt es doch hier genau Anzeigen. Ja, das wird es sein, ne? Zeig mal bitte. Nein, doch nicht. Oder haben wir gerade die Materialien nicht? Aluminium, Schande. Wir brauchen Aluminium. Ja, Aluminium. Ihrem Volk verlangt es nach Aluminium. Können wir das zufällig einschmelzen? Ist da was zu machen? Habe ich noch sonstigen Kram gesammelt? Ja, so ein bisschen. Herstellen. Die Cola ist aus. Ich sehe es gerade. Irgendwer hat die Cola ausgemacht. Oder die Spaggy. Bitte nicht, bitte nicht. Aluminium. Wir haben kein Erz mehr. Schande. Schande, Schande, Schande. Aber die Lampe geht noch. Das ist das Allerwichtigste. Sind die anderen Lampen noch an die Zapfen? Die werden hier gerne mal ausgestellt. Von organisierten Kriminellen. Wir müssen die Augen aufhalten. Da hängt schon wieder einer rum, ne? Letztens war ein Unsichtbarer hier. Also in der letzten Folge vor Season 13. Aber wirklich. Absolut. So, nee. Der gleiche Kram. Wie gerade eben. Aluminium. Genau. Hier. Er steht auch schon die ganze Zeit hier. Er steht bestimmt Schmiere und sein Kumpel schleicht hier rum. Um die Lampen auszustellen. Ah! Okay. Okay. Schleichrad. Sag ich doch, der schleicht hier rum. Sehr gut. Nein, war nur Spaß. Verstrahlte Grüße. Ist natürlich nur Spaß, ne? Bitte nicht verklagen. Ist nur Spaß, Spaß, Spaß. So handeln bitte. Aluminium. Nicht den ganzen Batzen, weil wir sind sehr arm. Nur so ein bisschen. Das muss bald mal aufhören mit unserer Armut. Wir müssen Fluxe organisieren, damit wir Serien herstellen können. Oh ja, hier. Schon wieder einer, ne? Das ist ja Curiosity. Lieber mal zur Sicherheit klingeln. Ja. Okay. Klingeln erhöht den sozialen Druck. Aber das nur am Rande. So, Aussteller bitte wieder.
Mausrädchen geklickt halten. Ja, wir brauchen Kohle, Mensch. Ansonsten können wir nicht mal mehr per Schnellreise irgendwo hindüsen. Also so arm. So lächerlich arm waren wir schon lange nicht mehr. Aber hier erstmal schön bauen, ne? Aber das ist auch wichtig. Das ist quasi eine Verlängerung unserer Persönlichkeit. Na, stehen die so nah beieinander? Das können wir gelten lassen, oder? Ich finde schon. Da hat Vergangenheitsleo auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Können wir hier überhaupt die Twist? Ja, wir können und wir werden. Wie viele passen rein? 8, ne? 4, 5, 6, 7, 8. Leuchten die? Nö, aber sind schön rosa. Wie Erdbeer, ne? Coca-Cola-Erdbeer mit ein bisschen Milch drin, ne? So ein Joghurtgetränk. Ist bestimmt lecker. Ja, schön. Schön hätten wir das auch geklärt. Das ist nämlich auf jeden Fall was für einen Keller. Großartig. Ja, es wird immer schöner. Aber auch hier ist irgendwann das Baubudget voll. Wir können. Nö, ich bleib hier unten. Reicht ja auch erstmal in Sachen Season 13. Also zumindest für den Anfang keine Panik. Wir sehen uns ja morgen und übermorgen und überübermorgen hier mit Fallout 76 wieder. Hoffentlich bald mit dem gefixten Event Packesel. Und ich werde jetzt ein Intro zusammenfriemeln. Und zwar eins, in dem ich ganz am Anfang erwähnen werde, dass dieses Video vom Microsoft PC Game Pass präsentiert wurde. Weil das wurde es nämlich wirklich, alle Informationen dazu im Link in der Beschreibung relativ weit oben. Ich freue mich auf euch in der nächsten Folge. Wiederschauen, reingehauen. Euer Leo. Bis dann. Tschüss.